Liebe Schwestern und Brüder, liebe Zuhörer dieses Videoclips, ich darf Sie wieder herzlich willkommen heißen zu unserem ökumenischen Mittagsgebet, heute wieder aus der Kathedrale. Ich möchte Sie einladen, ein Bibelwort zu hören, zu Beginn aus dem Matthäusevangelium. So steht geschrieben: In jener Zeit ging einer der 12 namens Judas Iskariot zu den hohen Priestern und sagte: Was wollt ihr mir geben, wenn ich euch Jesus ausliefere? Und sie zahlten ihm 30 Silberstücke. In der Karwoche begegnen uns in den biblischen Texten immer wieder Personen, die mit der Passionsgeschichte Jesu zu tun haben. Unter anderem ist es wie in diesem heutigen Text auch Judas Iskariot. Mit ihm stehen die 30 Silberlinge in Verbindung. Was sind 30 Silberlinge wert? Für Judas führten sie zumindest zum Verrat Jesu. Ist das Leben Jesu nur noch 30 Silberlinge wert? Vielleicht stellt uns dieser Text die Frage: Wie viel ist Jesus für uns wert, für jeden Einzelnen? Oder anders, wie hoch steht er bei uns wohl im Kurs? Und während wir noch darüber nachdenken, tut sich die Wirklichkeit neu auf, dass er selbst in der Hingabe seines Lebens den Preis einzahlt, was wir für ihn wert sind. Ja, wie viel bin ich wert? Eine Frage, die derzeit in den Tagen der Corona-Pandemie auch immer wieder mal gestellt wird. Angesichts der Risikogruppen im Zahlenvergleich mit den Intensivbetten und der Schwerstinfizierten. Eine höchst komplizierte Frage, wo jeder hofft, dass sie möglichst nicht gestellt werden muss und eine noch kompliziertere Antwort verlangt. Ich möchte eine solche Einschätzung, eine solche Entscheidung, wie sie in manchen Ländern Ethikkommissionen fällen mussten, selber nicht fällen. Die biblische Botschaft spricht von Gott her, dass jeder Einzelne vor Gott gleich wert ist. Achten wir in diesen Tagen besonders darauf, indem wir das Leben der anderen und unser eigenes Leben im Zuhausebleiben schützen. Und schätzen wir somit den Wert eines jeden Einzelnen von uns. Denn für Gott sind wir alle unbezahlbar. So lasst uns beten. Gott, wir sind aufeinander angewiesen und wir sind deine Kinder. Statt zu verurteilen und zu beurteilen, ist uns der Dienst der Versöhnung aufgetragen. Einander Trost sein, Stärkung, Ermutigung, das ist der Dienst. Lass uns nicht versinken in Mutlosigkeit und Resignation, sondern gib uns Stärke für diese Zeit und sporne uns an, in der Achtsamkeit eines jeden Menschen unterwegs zu sein. Darum bitten wir durch Christus Jesus, unseren Herrn. Amen. Und so segne sie, alle, die zu ihnen gehören, der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Bleiben Sie behütet und gesegnet und gehen Sie weiterhin gut durch Ihren Tag. Amen.